vor langer, langer Zeit, bestimmt vor deinem letzten Geburtstag, lebten in unserer Heimat Riesen. Auf dem Haldener Berg, da wohnte der große Grunzer. Er war riesengroß. Er war so groß wie 10 große Männer. Auf der anderen Seite, auf dem Fennerberg, wohnte der lange Meckerer. Der war riesenlang. Er war so lang wie 10 lange Männer. Und jeden Tag aß der große Grunzer 10 fette Schweine mit ihren Ringenschmausen. Und der lange Meckerer aß jeden Tag 10 große Ziegen mit den Ziegenbärten. Nun kannst du dir vorstellen, dass eines Tages der große Grunzer und der lange Meckerer alle Schweineställe und Ziegenställe leer gefressen hatten. Hunger! Hunger! Da fürchteten sich die Bauern sehr. Denn die beiden Riesen kamen zornig von ihren Bergen und fanden nichts mehr zu essen. Hunger! Hunger! Und ein großer, langer, zorniger Riese bringt einem schon das Fürchten bei. Die Bauern dachten darüber nach, wie sie die beiden Riesen wohl loswerden könnten. Aber nichts, nein, nichts fiel ihnen ein. Doch wie es sich in einem Märchen gehört, hörte von dem Leid der Bauern der kluge Königssohn. Und weil er obendrein auch noch ein mutiger Königssohn war, machte er sich auf den Weg, um den Bauern zu helfen. Sein Weg war weit und lang. Aber eines Tages traf er auf die Riesen. Hunger! Hunger! Jedes Kind weiß aus den Märchen dieser Welt, dass ein Riese zwar groß und lang, aber selten, sehr selten schlau ist. Das kam dem klugen Königssohn gerade recht. Macht es wie die Menschen. Backt euch Brot, sagte der Königssohn. Hä? Rief der große Grunzer und kratzte sich an seinem großen Bauch. Was? Schrie der lange Meckerer und kratzte sich an seinen langen Beinen. Du siehst, diese beiden Riesen waren sehr dumm. Am nächsten Tag stampften die beiden Riesen die Berge hinunter bis zum Dorf. Der große Grunzer brüllte wie ein Schwein. Der lange Meckerer schrie wie eine Ziege. Und die Menschen im Dorf fürchteten sich und zitterten. Vor der Bäckerei schrien die beiden Riesen: Komm raus, Bäcker! Gott zitterte vor lauter Angst und versteckte sich hinter dem Backofen. Aber der Bäcker hatte eine Tochter und die war genauso klug und mutig wie der Königssohn. Sie trat vor die Tür und rief zu den Riesen hinauf: Hört auf, so einen Lärm zu machen. Was wollt ihr hier? Bist du der Bäcker? Fragten die Riesen. Du siehst, die Riesen sind nicht nur dumm, sie sehen auch nicht gut. Sonst hätten sie ja gesehen, dass die Tochter des Bäckers vor der Tür stand und nicht der Bäcker. Sag, was wir brauchen, um Brot zu backen. Ich habe Hunger, rief der große Grunzer. Hunger, schrie der lange Meckerer. Nichts einfacher als das, erwiderte die Bäckerin. Ihr macht einen Teig aus Mehl, Wasser und Hefe. Und dann schiebt ihr das Brot in den Ofen. Der große Grunzer und der lange Meckerer stapften von einem Haus zum nächsten und holten sich Mehl von 5 großen Mühlen, Wasser aus 5 großen Brunnen und Hefe von 5 Bauern von nah und fern.
Oben auf ihrem Berg nahmen die Riesen einen großen Stein und hüllten diesen mit ihren Riesenhänden aus wie einen Kürbis. Dann warfen sie das Mehl, das Wasser und die Hefe in die Schüssel. Die Hefe ging auf und die Steinschüssel wurde viel zu klein. Die beiden Riesen wurden furchtbar wütend und zerbrachen die Schüssel in tausend kleine Steine. Doch am Nachmittag hatten sie das Riesenbrot geknetet. Die Riesen bauten einen großen Ofen aus Stein. Aber der war viel zu klein für das Riesenbrot. Voller Hunger und Zorn brüllten die Riesen, dass sich alle im Dorf die Ohren zuhielten. Hunger! Hunger! Da kam den Riesen ein Gedanke. Was ist so heiß wie ein Ofen? Ja, noch heißer sogar. Und was ist größer als alle Öfen auf der ganzen Welt zusammen? Richtig, die Sonne. Und so machten sich der große Grunzer und der lange Meckerer auf den Weg zur Sonne. Sie mussten lange, lange gehen und viele Treppenstufen hinaufsteigen. Doch eines Tages war es ihnen gelungen und sie standen auf der Sonne. Aber die Sonne ist so heiß, viel heißer als ein Ofen. Und kaum, dass die beiden Riesen ihre Riesenfüße auf die Sonne setzten, verbrannte das Feuer der Sonne den großen Grunzer und den langen Meckerer. Und selbst das Riesenbrot war in Nu zu Asche geworden. Die Bäckerin und der Königssohn aber heirateten und sie wurden glücklich, backten viele Brote und bekamen so viele Kinder, wie Steine auf den Feldern liegen. Von dem großen Grunzer und dem langen Meckerer aber blieben nur die zerbrochene Teigschüssel und der Backofen zurück. Oder meinst du etwa, das war nur ein Märchen und es gab keine Riesen, keinen Backofen und keine Teigschüssel? Dann steig die Berge hinauf und du wirst die großen Steine des Backofens und der Schüssel finden. Oder war es doch ganz anders? Dort oben auf dem Fennerberg? Und die großen Steine brachten andere hierher? Nun, da hast du wohl recht. Denn die Steine auf dem Berg gehören zu den Megalithsteinen und waren einst ein Grabmal. Aber wer weiß, vielleicht gab es doch einen Riesen, der die schweren Steine dorthin trug. Doch das weiß heute keiner mehr so genau, denn das ist schon viel länger her als dein letzter Geburtstag.